Hallo. Im vorherigen Video haben wir uns überlegt, wie wir ein Web-Framework strukturieren, gestalten, wie wir das benutzen. Es stellt sich jetzt aber noch die Frage, wie wir es tatsächlich benutzen, wie wir es zur Ausführung bringen. Wir müssen uns dazu überlegen, wie wir einen Web-Server mit einem Web-Framework sinnvollerweise in Verbindung setzen. Also, wie sorgen wir dafür, dass das Web-Framework den Applikationscode, den wir im Web-Framework geschrieben haben, durch einen Web-Server tatsächlich genutzt und zugänglich gemacht werden kann? Wie erkläre ich meinem Web-Server, wenn er herausgefunden hat, dass ein HTTP, GET-Request, POST-Request, was auch immer Request, nicht auf eine einfach auszuliefernde statische Ressource zeigt, sondern auf Code in diesem Framework zeigt, was ja typischerweise vermutlich ein eigener Prozess sein wird, während es läuft, wie sorge ich dafür, dass dieser Link hergestellt werden kann? Der einfache Teil davon ist irgendwie dafür zu sorgen, dass mein Webserver statisches Material, Bilder, Logos, CSS-Files und so weiter, dass er das, was nicht durch das Framework produziert wird, direkt ausliefern kann. Das ist relativ leicht. Wir haben uns in dem vorherigen Abschnitt 2.1.2 haben wir uns angeschaut, wie Sie einen Webserver konfigurieren, das war das Nginx-Beispiel, sodass er je nachdem, welche Teile der URL entsprechend da sind, dass da ein Media oder Images oder Logo oder sonst was in der URL steht, dass er das ausliefert. Das ist okay. Die anderen Teile werden wir vermutlich irgendwie ähnlich behandeln können und dem Webserver sagen können, naja, wenn es halt irgendwas anderes ist, dann rede mit dem Framework. Aber dazu brauchen wir ein Interface. Dazu brauchen wir ein Interface. Nachdem der Webserver herausgefunden hat, diese URL muss ich jetzt auf das Framework rüberwerfen, dort ausführen und mir von dort die Antwort holen. Wie sieht dieses Interface aus? Ein ganz altmodisches Interface dazu, da gibt es jetzt gerade keine Folien dazu, ein ganz altmodisches Interface dazu war CGI. Das war in einem gewissen Sinne rührend naiv. Das war in Zeiten, als noch niemand über Sicherheit nachgedacht hatte und alle im Web ja sowieso Freunde waren und niemand was Böses wollte. Die Idee war, dass die URL, ein Teil der URL nach einem CGI-Bin-Teil im Pfad, dass im Pfad direkt der absolute Pfad zu einem Programm stehen durfte. Und dann mit Fragezeichen Parameter dahinter waren. Und die Konvention war, naja, der Webserver entnimmt der URL den Pfad zu dem auszuführenden Programm relativ zu seinem eigenen Arbeitsverzeichnis oder relativ zu Root, das war konfigurierbar, entnimmt der URL den Pfad zu dem auszuführenden Executable, nimmt die Parameter, die nach dem Fragezeichen standen, fügt die in das Environment, des Prozesses ein und startet einen neuen Prozess und holt sich über IO-Redirection noch die Ausgabe dieses Prozesses, nachdem der fertig ist. Das war's. Das ist das CGI-Interface, das genau diesen Job hier erledigt, einen Webserver mit einer Web-Applikation reden zu lassen. Das ist vielleicht aber doch ein bisschen zu naiv. Klar, das hat man damals dann auch schnell gemerkt und dem CGI-Interface eingeschränkt auf bestimmte Teilbäume. Es ist trotzdem ganz schön gefährlich, nicht? Wenn Sie Security-Schindluder treiben wollen, dann setzen Sie da Backticks ein, haben noch eine Shell mit im Spiel und all hell breaks los, nicht? Also alles geht vor die Hunde an der Stelle. Das machen wir so nicht. Wir suchen uns ein schöneres Interface, bei dem wir nicht ins Betriebssystem zurückgreifen, nicht, Gott bewahre, über eine Shell irgendetwas aufrufen, sondern wir möchten von unserem Webserver direkt mit dem laufenden, typischerweise laufenden Web-Framework-Anwendungsprozess reden. Dafür bauen wir ein eigenes Interface. Das gibt es jetzt natürlich nicht allgemein und universell verbindlich. Das gibt es zugeschnitten auf einzelne Frameworks. Jedes Framework wird ein bisschen anders aussehen. Ich habe hier ein Beispiel. In der Python-Welt ist das Web-Server-Gateway-Interface, das WSGI, populär und verbreitet. Es macht genau das. Es ist letztlich eine Art Aufrufkonvention, wie ein Webserver einem Webframework sagen kann: Ich möchte jetzt diese URL bitte, dafür hätte ich gerne und für diese Parameter, dafür hätte ich jetzt gerne das Resultat. Liebes Webframework, gib mir mal das Resultat zurück. Letztlich ist es eigentlich ein Mini-Protokoll, das über eine Socket-Verbindung zwischen Webserver
und Web-Framework abgewickelt wird. Das gibt es in dieser oder ähnlichen Form für praktisch alle Frameworks und alle Programmiersprachen. Das Servlet-API für Java ist so ein ähnliches Beispiel. Die Details dieses Protokolls sind auch nicht so schrecklich spannend. Letztlich muss ich eine URL und Parameter übertragen und ein Ergebnis entgegennehmen können. Allerdings, da muss man beim Konfigurieren schon aufpassen. Da kann man sich auch durchaus in den Fuß schießen, wenn man hier nicht präzise die Dokumentation liest und auf jedes kleine Pünktchen und Kommachen achtet. Deswegen hier nur grob die Idee. Also, das WSGI sagt, naja, wenn ich eine Anfrage identifiziert habe, die der Server nicht selbst abwickeln kann, dann schickt er über dieses Interface die Umgebung, die Parameter und eine Information, wo er einen Callback erwartet, an einen solchen Interface-Prozess, letztlich an das Framework. Dort berechne ich das Resultat, zum Beispiel erzeuge ich über Templating ein HTML-Dokument und das reiche ich an diese Callback-Funktion zurück, wieder über das gleiche Interface. Typischerweise hat man hier noch eine sogenannte Middleware im Spiel. Das ist nochmal ein zusätzlicher kleiner Prozess, der dieses Hin- und Herreichen der Daten übernimmt, sodass ich im Framework selbst mir darum keine Gedanken machen muss. Und dieses Middleware implementiert so dieses Zusammenstöpseln. Im einfachsten Falle tut diese Middleware praktisch gar nichts. Sie nimmt dieses Protokoll entgegen, das der Webserver spricht, und übersetzt das in eine Aufrufkonvention für das konkrete Framework. Schauen wir uns gleich ein Beispiel dafür an. Das kann aber auch durchaus noch mehr Sachen tun. Zum Beispiel ist das wieder eine Stelle, wo Sie Load Balancing realisieren könnten, sodass Sie sagen, der Server redet mit dieser Middleware und diese Middleware kann jetzt mit mehreren verschiedenen Prozessen kommunizieren. Okay, dafür gibt es jetzt natürlich wieder unterschiedliche Implementierungen. Wir gucken uns mal das sogenannte Micro WSGI an als eine relativ leichtgewichtige Realisierung dieses Interfaces. Das kann auch mit mehreren Instanzen reden und so weiter. Es hat einen sogenannten Emperor Mode. Das ist jetzt hier alles erstmal ohne größeren Belang. Konzentrieren wir uns erstmal auf die wesentliche Idee. Die wesentliche Idee ist, wir nehmen Django als ein Web-Framework, indem wir die eigentliche Ausführung unseres Anwendungscodes machen. Wir nehmen den Nginx als einen Webserver. Der filtert uns direkt über seine Konfigurationsdatei alles raus, was mit statischen Daten zu tun hat. Prinzipiell könnten Sie natürlich auch über so ein Django-Framework Ihre CSS-Dateien ausliefern. Das wird aber grauslich langsam. Das ist überhaupt gar keine gute Idee. Dafür sind diese Frameworks nicht effizient genug. Das machen Sie direkt in Ihrem Webserver. Alleine der zusätzliche Aufwand, über dieses WSGI-Interface rüber zu hopsen und sich darüber wieder eine Bilddatei zu holen, wäre eine Katastrophe. Das ist bestenfalls für Test und Entwicklung gedacht und selbst da werden Sie relativ schnell merken, dass das keine gute Idee ist und Sie hier relativ schnell zumindest einen einfachen Webserver davor schalten werden und das nicht über Ihr Django-Framework ausliefern. Genau. Alles andere reichen wir über das WSGI an Django durch und wir haben im Hintergrund noch eine Postgres-Datenbank. Das Bildchen sieht also so aus. Ich habe meinen Browser. Der Browser redet über HTTP mit Nginx. Ich habe dieses Micro WSGI als einen eigenen Prozess laufen. Hierüber rede ich dieses WSGI-Protokoll. Banales, einfaches Protokoll, das nicht spannend ist. Dieses Ding hier redet mit Django, dem Framework, und in Django, dem Framework, der eigentliche Anwendungscode. Hier läuft Ihre Zeitungsanwendung, hier läuft Ihre Vereinsmitgliederverwaltung, was immer Sie sich hier als Webanwendung ausgedacht haben. Und hier hinten dran haben wir noch eine Postgres-Datenbank angedockt. Das spannende Interface ist jetzt noch das hier. Was passiert hier eigentlich? Naja, auch da gibt es verschiedene Optionen. Das typische Beispiel, das ich Ihnen noch zeige, ist zu sagen, wir machen was ganz Einfaches. Wir führen hier gar kein neues zusätzliches Interface zwischen mehreren Prozessen ein, sondern wir strukturieren dieses Django-Framework so, dass es als ein Modul in einen anderen Prozess geladen werden kann, im Python-Modul-Sinne, sodass wir das hier eigentlich als Prozess ausführen. Das lädt dieses ganze Ding hier als eine Sammlung von Modulen
und macht hier einfach Python-Aufrufe. Es sind hier tatsächlich dann Python-Methoden-Aufrufe, was spürbar effizienter ist, als jetzt hier nochmal ein Socket einzuführen oder ähnliche Dinge zu tun. Genau, die Konfiguration sieht dann ungefähr so aus. Hier ist eine URL für ein ganz gutes Tutorial dafür. Ich empfehle dringend, machen Sie das in der Virtual Environment. Ich bin mal auf die Nase gefallen damit, als ich das nicht versucht habe. Das ist keine gute Idee. Nehmen Sie ein Virtual End für Ihre Python-Umgebung dafür. Aus der Django-Seite müssen Sie glücklicherweise eigentlich gar nichts machen. Typischerweise bekommen Sie direkt eine Konfigurationsdatei geliefert, mit der Sie Django als ein solches Modul an ein WSGI andocken können. Und das sieht dann eigentlich nur noch so aus. Sie starten das Micro-WSGI, geben einen Socket vor, mit dem Sie, über den Sie mit dem Webserver reden würden. Diese Portnummer sehen wir gleich nochmal auf der nächsten Folie. Wir laden als Modul das hier beschriebene Django-Framework. Das heißt natürlich nicht MySite, das heißt so, wie Sie Ihre Anwendung benennen. Ihr MySite-WSGI und wir müssen den Socket noch lesschreibbar machen für die entsprechenden Benutzermodule. Das ist schon mal schön. Das ist dieser Teil der Anwendung hier. Und jetzt brauchen wir noch den anderen Seite, jetzt brauchen wir noch die Seite zu Nginx. Nginx braucht zwei Dinge dazu. Es braucht erstmal die Aussage, dass es einen sogenannten Upstream-Server gibt, mit dem er reden darf. Den nennen wir mal Django. Den können Sie sonst wie nennen. Das ist nur ein Name, den wir unten wieder brauchen. Das ist ein Server, den wir finden auf dieser IP-Adresse und diesem Port. Da sehen Sie die Portnummer wieder, ne? 8001. Hier sehen Sie die Portnummer wieder. Und der Rest ist jetzt fast so eine übliche Konfigurationsdatei wie vorher. Wir sind auf einem Port 8000, das ist unsere FQDN. Wir haben irgendwie Media, also die URL/Media bilden wir ab auf irgendwas, wo wir die Mediadateien haben, die dazugehören, zu example.com und irgendwelchen Static-Kram, das machen wir genauso, ist ein anderes Directory, zweimal das gleiche. Und den ganzen Rest, also alles, was weder mit Media noch mit Static anfängt, den ganzen Rest bilden wir ab auf ein Micro-WSGI-Pass, ist ein Durchreichen an diesen Upstream-Server Django, sodass wir den hier oben finden. Okay? Ja, und dazu müssen wir jetzt noch eine entsprechende Parameterdatei inkludieren. Das ist wieder etwas, was Ihnen das Micro-WSGI-Framework erzeugt hat. Und damit weiß Nginx, wie er über dieses Interface mit Micro-WSGI reden soll. Wie gesagt, das ist ein Socket-Interface, über das Sie hier diese Interprozesskommunikation realisieren. Sehr schön. Damit haben wir jetzt auch ein Framework angedockt an einen tatsächlichen Webserver. Und damit wären Sie in der Lage, wenn Sie das alles entsprechend zusammensetzen, diese vier Komponenten, damit könnten Sie tatsächlich jetzt eine Webanwendung in plausibler Art und Weise als vernünftiges Deployment-Muster tatsächlich ausliefern und betreiben. Und das ist doch schön, oder? Und mit dieser schönen Nachricht lassen Sie mich dieses Video beenden. Im nächsten Video reden wir noch kurz über State, das Behandeln von State, und dann sind wir auf der Serverseite auch schon fertig. Ich danke fürs Zuhören.